Hi, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich für euch einen kleinen Test und ein paar Lipswatches von der neuen Wayne Goss Lippenkollektion, die er rausgebracht hat. Es sind die ersten Make-up-Produkte, die Wayne Goss jetzt auf den Markt gebracht hat und er ist mit einer Lippenkollektion rausgekommen. Das heißt, er hat ein paar Lip-Liner rausgebracht, Lippenstifte im klassischen Sinne und auch Lipglosse. Ich war ein kleines bisschen traurig, dass er die Lipglosse nicht Wayne Gloss genannt hat. Das wäre einfach so cool gewesen. Das hätte einfach so zu ihm gepasst oder zu den Lipglossen auch. Aber gut, sie heißen anders, beziehungsweise die ganze Kollektion heißt eben anders. Ich habe mich wirklich unfassbar doll gefreut, dass er jetzt mit kosmetischen Produkten rauskommt. Ich hoffe auch sehr, sehr, sehr stark, dass das nicht die einzigen bleiben werden. Also, dass er vielleicht auch noch andere Produkte rausbringt, wenn er merkt, hey, die Leute mögen das, das kommt gut an. Wenn er vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, das Geld, was er selbst investiert hat, um das rauszubringen, wieder eingenommen hat, um es wieder reinvestieren zu können. Ich würde mich zum Beispiel sehr doll über Base-Produkte freuen, weil ich glaube, das wird er sehr gut können. Und mir hat seine Herangehensweise an die Lip-Kollektion sehr gut gefallen. Er hat das in seinem Video so ein bisschen erläutert, dazu komme ich auch gleich noch. Aber prinzipiell habe ich mich sehr darüber gefreut, dass er jetzt was rausgebracht hat. Ich mag Wayne Goss wirklich sehr, sehr gerne. Ich folge ihm schon etliche Jahre hier auf YouTube. Er ist halt ein Make-up-Artist und er hat einfach so eine besondere, sympathische Art, finde ich, an ihm. Und ich habe mich da auch mit ein paar Zuschauern auf Instagram unterhalten. Und irgendwie scheint ihn jeder sehr zu mögen. Also das ist einfach so ein Typ, den hätte man irgendwie gern in seiner Familie, so als Verwandtschaft oder so. Weiß ich nicht, mit dem wäre es einfach sehr, sehr cool immer, glaube ich. Und wollte ihn da einfach gerne auch unterstützen. Nicht, dass er jetzt so darauf angewiesen wäre, dass ich ihn unterstütze, aber mir haben die Sachen einfach gut gefallen und deswegen habe ich auch ein bisschen zugeschlagen und dazu kommen wir jetzt. Als erstes hat er rausgebracht Lip Pencils. Das ist jetzt ja einfach bloß die Umverpackung, ist so ein Silberspiegelverpackung. Die heißen The Essential Lip Pencil und da hat er 5 Farben rausgebracht. Ich bin tatsächlich niemand, der sehr häufig Lip Pencils benutzt, deswegen habe ich mir da auch bloß 2 gegönnt, wo ich glaube, dass ich die häufiger verwenden kann. Andere Farben waren jetzt einfach nicht so, wo ich sage, oh, die brauche ich jetzt unbedingt. Also es war zum Beispiel auch ein roter Lip Pencil dabei, den habe ich nicht geholt, weil ich mir erst kürzlich einen geholt hatte, beziehungsweise ich glaube Ende letzten Jahres von Pat McGrath. Und ich brauche jetzt nicht 50 verschiedene rote Lip Pencils, weil ich die halt, wie gesagt, sehr, sehr selten benutze. Insofern habe ich mich für die Farbe Vintage Pink entschieden und für die Farbe, wie heißt die, Natural Berry. Das sind einfach 2 Farben, die ich, glaube ich, sehr, sehr häufig benutzen kann. Ich werde euch die auch gleich direkt mal swatchen, einmal hier auf der Hand und dann blende ich euch nochmal ein, wie die Swatches im Tageslicht aussehen. Das habe ich nämlich auch schon für euch gemacht. Habe alles schon im Tageslicht für euch geswatcht. Also direkt als das angekommen ist, habe ich Gas gegeben, sage ich jetzt mal. Gekauft hatte ich die beiden übrigens bei Beautylish. Da sind sie exklusiv gelauncht. Also die komplette Kollektion von ihm ist exklusiv nur auf Beautylish verfügbar. Und die Lip Pencils kosten jeweils 14 Dollar und sind klassische Lip Pencils, also ganz normale, ich sag mal, wie Buntstifte, ganz normale Stiftform, die ihr dann anspitzen könnt, heißt nichts zum Rausdrehen oder sonst irgendwas, sondern ganz normale, stinknormale Lip Pencils. Wird jetzt der ein oder andere sagen, gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt für 14 Dollar, das kriege ich auch für 3 Euro von Essence oder noch günstiger. Definitiv, wahrscheinlich, aber da kann ich die Formulierung natürlich nicht vergleichen, weil ich, wie gesagt, sehr, 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 sehr wenig Lip Pencils überhaupt zu Hause habe. Dann hat er rausgebracht 10 Lippenstifte, die kommen auch in dieser Verpackung und die heißen Luxury Cream Lipstick. Und da waren die Farben vom Swatch her, finde ich, ein bisschen schwierig so zu beurteilen. Es war Gott sei Dank schon ein paar Videos dazu online, bevor die Produkte gelauncht sind. Zum Beispiel hatte Mel Thompson ein Video darüber gemacht. Übrigens Dankeschön an jemanden, der mich letztens unter meinem Video darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich ihren Nachnamen immer falsch ausgesprochen habe. Ich war irgendwie immer der Meinung, das würde so ausgesprochen werden, aber wurde jetzt eines Besseren belehrt. Also sie heißt Thompson und nicht, wie ich immer gesagt habe, Thompson. Egal, auf jeden Fall, sie hat ein Video dazu gemacht, wo sie komplett Lipswatches von der ganzen Kollektion gemacht hat. Michelle Wang hat ein Video darüber gemacht, wo sie komplett auch alles gezeigt hat. Also es waren schon so 2, 3 Videos dazu oben, wo man wirklich auch verschiedene Leute die Lippenprodukte hat testen sehen, sodass man doch nochmal die ein oder andere Farbe in einem anderen Licht gesehen hat, auf einer anderen Lippengrundfarbe oder vielleicht mit einem anderen Hautunterton. Und das fand ich schon ziemlich spannend, sodass dann doch die ein oder andere Farbe aus meinem, gedanklichen Warenkorb wieder rausgehüpft ist. Dafür ist eine andere vielleicht reingehüpft. Also es war am Tag wirklich noch ein Wechsel hin und her, was möchte ich bestellen, was nicht. Jedenfalls
sind die Lippenstifte sich schon recht ähnlich gewesen teilweise, das muss man sagen. Und auch auf meinem Swatch-Bild dazu, was ich direkt gemacht hatte im Tageslicht, und das hatte ich auch schon hochgeladen auf Instagram, da sind zwei Farben dabei, die sich wirklich sehr, sehr ähnlich sehen. Aber ich finde trotzdem, dass man noch einen kleinen Unterschied sieht. Jetzt genug gequatscht über das Vorab. So sehen die Lippenstifte aus. Ist so eine klassische, schwarze, shiny Verpackung. Letztendlich ähnlich wie seine Pinsel, die er hat. Die haben ja auch so einen Pinselstiel, der letztendlich auch so schwarz und glossy ist. Finde ich sehr, sehr schön. Er hat darauf verzichtet, magnetische Kappen zu machen, also dass die halt ganz normal einfach selber auf und zu gemacht werden müssen und nicht, dass sie dann so zuschnappen. Finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich hätte magnetische Kappen auch cool gefunden. Und ich muss auch sagen, die fühlen sich sehr leicht an. Also man hat jetzt nicht sofort das Gefühl, das ist jetzt so ein mega luxuriöser Lippenstift. Sie fühlen sich ein bisschen leichter an, als ich eigentlich gedacht hätte. Aber ich finde es trotzdem in Ordnung. Also hier könnt ihr seinen Vornamen sehen und wenn man es dann zur Seite dreht, steht hier Goss, also Wayne Goss. Das geht so ein bisschen um die Ecke. Und auf den Lippenstiften selber, hier oben auf der Verpackung, ist auch nochmal Wayne Goss eingraviert oder draufgedruckt. Fühlt sich so ein bisschen eingraviert an auf jeden Fall. Und ja, das sind dann quasi die ganz klassischen Lippenstifte im herkömmlichen Sinne sozusagen. Da mache ich euch jetzt auch noch mal kurz ein paar Swatches. Das hier ist die Farbe Daisy. Ich habe 4 Lippenstifte gekauft von den 10, die er rausgebracht hat, weil die mich am meisten interessiert hatten. Und ich wollte die jetzt extra mal so in der Nähe von den Lip Pencils auch swatchen. Wie gesagt, ich blende euch dann gleich auch noch die Tageslicht-Swatches ein. Das hier ist die Farbe Dahlia. Dann haben wir noch die Farbe Lotus. Und Lotus und Dahlia, finde ich, sind sich schon relativ ähnlich. Also der hier ist noch, also sie unterscheiden sich schon noch ein bisschen. Lotus hat, glaube ich, noch ein bisschen eine bräunlichere Base, würde ich einfach sagen. Und der hier ist mehr in die peachige Richtung gehend. Und der hat noch einen höheren Pink-Anteil mit drin. Aber es sind schon ähnliche Lippenstifte. Die sind einfach von einem ähnlichen Schlag. Und der eine, der so ein bisschen anders ist, ist die Farbe Magnolia. Der ist halt wirklich mehr ins Pink gehende rein. Also der ist der deutlichste Unterschied zu den anderen jetzt. Wow, das sieht kreuz und quer hier aus, ey. Und die Lippenstifte waren das teuerste aus der Collection. Die haben nämlich $28 gekostet. Jetzt ist es so, dass man bei Beautylish ja auch noch Steuern bezahlt, wenn man dort bestellt. Also lass sie am Ende vielleicht wirklich so um die 28 bis 30 Euro kosten pro Lippenstift, ist schon nicht ganz günstig. Also Wayne Goss ist da wirklich schon jemand, der ein bisschen hochpreisigere Lippenstifte macht. Wobei ich da aber auch sagen muss, wenn die Qualität stimmt, ist der Preis für mich nicht ganz so wichtig. Ich habe definitiv andere Lippenstifte in meiner Sammlung, die deutlich teurer sind. Ich sage zum Beispiel, Tom Ford ist deutlich teurer, da kostet ein Lippenstift um die 50 Euro und ich habe davon auch 2 in meiner Sammlung. Ich habe einen Haufen Yves Saint Laurent Lippenstifte, die auch weit über 30, 40 Euro kosten. Ich habe Charlotte Tilbury, Natasha Denona, die sind ähnlich preislich wie er. Insofern, das ist jetzt für mich eigentlich mehr, ja, ich bewege mich einfach mehr in diesem Preissegment von Lippenstiften. Deswegen fand ich die jetzt nicht super, super teuer. Und auch inhaltlich gesehen ist es in Ordnung. Da sind 4 Gramm Produkt drin und ich habe jetzt gerade nochmal schnell verglichen. Bei Natasha Denona sind auch 4 Gramm drin. Und bei Pat McGrath sind zum Beispiel auch 4 Gramm drin. Insofern, das ist, glaube ich, einfach eine normale Menge, würde ich jetzt mal sagen. Also er hat jetzt nicht, wesentlich weniger Produkt hier reingemacht. Ja, also insofern, preislich ist es für mich völlig in Ordnung. Und dann hat er auch noch Lipglosse rausgebracht. 7 Stück, die heißen The High Shine Lip Gloss. Und da hat er verschiedene Finishes mit reingebracht. Also er hat zum Beispiel Lipglosse mit reingebracht, die so ein, ja, die so einen metallischen Effekt haben. Das sieht so ein bisschen, finde ich, übrigens auch aus wie Nagellack, einfach durch dieses Metallische, was da drin ist. Und er hat halt auch ganz normale Lipglosse rausgebracht, die einfach bloß die Farbe haben, ohne jetzt diesen metallischen Effekt zu haben. Und er hat auch zum Beispiel bei der einen Farbe, die ich mir bestellt habe, da sind so ein paar Glitzerreflexe mit drin, ist an sich aber kein metallischer Lippenstift oder Lipgloss, so wie jetzt der erste, den ich gezeigt hatte. Bloß, wie gesagt, da sind so ein paar Glitzerreflexe einfach mit drin. Die Highshine-Glosse kosten jeweils $22 und die sollen einen diesen Pfefferminzeffekt haben, also dass eure Lippen so ein bisschen, na, aufgeplumpt werden einfach. Sowas mag ich normalerweise überhaupt nicht. Ich muss auch sagen, in seinem Video, entweder habe ich es überhört
Oder er hat es gar nicht angesprochen. Das habe ich nur in einem Video von, ich glaube, Michelle Wang hat das angesprochen. Wo sie am Ende zu ihrem Fazit kam und gesagt hat, dass sie sowas normalerweise auch nicht mag, aber dass es bei denen auch nicht so ein Problem war. Und ich bin jemand, der das, wie gesagt, sonst nicht mag. Bei Lippenstiften nicht. Bei Lipglossen geht es, habe ich so das Gefühl. Also ich mochte zum Beispiel diese Lip Balms von Natasha Denona nicht, die das hatten. Das hat mir auf den Lippen, das war sehr unangenehm, das hat geprickelt, das mochte ich nicht. Bei den Lipglossen von Hourglass ist das auch drin, aber nicht so stark. Und deswegen kann ich die zum Beispiel gut tragen. Also das wird auf jeden Fall ein interessanter Test, ob ich die gut tragen kann oder nicht. Da habe ich mich für 4 Farben entschieden und 5, nicht 4. Ich wollte ursprünglich 4 haben, aber im letzten Moment ist dann noch einer mit in den Warenkorb gehüpft, den ich eigentlich vorher aussortiert hatte, nämlich der Antique Rose heißt der, glaube ich, ja. Antique Rose, der ist noch im letzten Moment doch wieder reingesprungen, obwohl ich den ersten nicht holen wollte. Aber jetzt, wo ich ihn sehe, bin ich auf jeden Fall froh. Der hat auf jeden Fall auch richtige Glitzerpartikel drin, das kann man schon sehen. Und die sind ein bisschen gröber als bei dem anderen metallischen. Aber auch die swatche ich euch jetzt mal und wir fangen an mit der Farbe Tulip, das ist der hellste Gloss, den er hat. Und da sind, wie gesagt, auch diese Glitzerreflexe mit drin. Die Glosse sind jetzt nicht ultra, ultra deckend. Also die sind halt mehr so ein bisschen durchsichtiger von der Formulierung her. Aber sie haben schon Farbe, die sie mit abgeben. Auch hier werde ich euch dann gleich die Swatches einblenden, die ich im Tageslicht gemacht habe. Aber wir machen erstmal weiter mit der Farbe Hibiscus. Das ist der erste, der so metallisch ist. Da bin ich mal gespannt, ob das auf meinen Lippen dann auch gut aussieht, weil sowas mag ich für gewöhnlich an mir nicht so. Ich probiere es immer wieder aus, aber meistens sieht das bei mir irgendwie nicht so schön aus, leider. Dann haben wir den Antique Rose. Wie gesagt, der hat so ein paar Glitzerreflexe mit drin und da hatte jemand in seinem Video auch gesagt, ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher wer, dass man die auf den Lippen quasi auch fühlen kann. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Die riechen auf jeden Fall schon so ein bisschen pfefferminzig. Oh, ich bin so gespannt, ob ich das tragen kann oder nicht. Dann haben wir als nächstes die Farbe Hyacinth. Der ist so ein bisschen peachy. Und der ist auch deckender als die anderen. Der hat eben nicht solche Glitzerreflexe mit drin, glaube ich jedenfalls. Zumindest sehe ich jetzt hier nichts. Das ist der. Und dann haben wir als letztes noch die Farbe Cherry Blossom. Und der davor, der Hyacinth und der Cherry Blossom sehen sich, finde ich, in der Tube sehr, sehr ähnlich. Also da hatte ich erst gedacht, hui. Aber aufgetragen, finde ich, sieht man dann schon den Unterschied. Der Cherry Blossom ist einfach wesentlich, wesentlich rosiger und der Hyacinth ist dann doch mehr so in diese peachige Richtung gehend. Also da sieht man dann doch schon so ein bisschen die Unterschiede, wenn man es dann aufgetragen hat. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal alles für euch einzeln auftrage, also die Lippenpencils einzeln auftrage, die Lipglosse jeweils einzeln auftrage für euch und dann die Lippenstifte. Und am Ende suche ich mir eine Kombination aus allen drei aus, also Lippencil, Lippenstift und Gloss. Und die werde ich dann ein bisschen tragen und euch vielleicht nochmal ein Feedback nachher dazu geben. Aber jetzt kommen erstmal die Lipswatches. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights.
feels a year away. Like the second's the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Kurze Unterbrechung, während ich das Video gerade schneide. Im jetzt folgenden Teil hat mein Autofokus sich leider öfter mal gedacht, dass der Hintergrund deutlich interessanter ist als ich und leider sehr häufig den Hintergrund fixiert. Bitte versucht das einfach auszublenden. Ich kann es leider rückwirkend nicht mehr ändern. Bisschen ärgerlich, aber ja, versucht es einfach zu ignorieren. Ich habe mich jetzt am Ende für die Kombination aus Vintage Pink Lip Liner, Lotus Lippenstift und Antique Rose Gloss entschieden. Den fand ich irgendwie im Auftrag am schönsten. Also der hat einfach so schöne Glitzerpartikel drin. Ich finde die richtig, richtig toll und ich bin so froh, dass ich den doch noch in den Warenkorb geschmissen habe am Ende. Ja, das ist jetzt so meine Kombination. Die werde ich jetzt ganz kurz ein bisschen drauf lassen. Also ich drehe jetzt sowieso gleich noch ein anderes Video und dann mal gucken, werde ich vielleicht einen Kaffee trinken oder so und dann später nochmal einschalten, um nochmal zu gucken, wie hat er sich jetzt gehalten. Was ich euch definitiv versichern kann, ist, dass die ein großes Essen nicht aushalten. Also dafür sind die einfach auch nicht gemacht. Vor allem so eine Gloss-Kombination, das hält bei mir nie wirklich lange. Und es ist auch so, dass ich gestern, obwohl ich totale Migräne hatte, immerhin schon mal einen Lippenstift für euch testen wollte und habe den aufgetragen und habe dann was gegessen und der war danach einfach komplett weg. Ich habe was sehr Fettiges gegessen, weil ich irgendwie Bock drauf hatte, aber der war dann einfach wirklich weg. Was diese Lippenstifte auszeichnet, ist einfach die Formulierung. Das ist eine sehr, sehr cremige Formulierung und die finde ich persönlich extrem angenehm zu tragen. Ich kann das einfach nicht mehr, dieses todmatte, am besten noch Liquid Lipsticks. Ich kann ich einfach auf lange Zeit wirklich nicht tragen. Also das wäre was für ein Video definitiv, wenn ich irgendeinen Look schminke und dann denke, boah, jetzt habe ich mal Bock auf einen richtig krass roten Liquid Lipstick oder sowas, dann würde ich den auch tragen. Und roter Liquid Lipstick eventuell auch noch zu irgendeinem besonderen Anlass oder sowas, wenn ich mal Bock auf rote Lippen habe, da würde ich mich nicht auf normale Lippenstifte verlassen. Aber gerade so für den ganz normalen Alltag mag ich einfach lieber cremige, angenehm zu tragende Nude-Lippenstifte in Stiftform. Und das war ihm hier auch sehr wichtig, das hat er in seinem Video betont. Er hat keine Lippenstifte machen wollen für, sag jetzt mal so diese Anfang 20er, die einfach perfekte Haut noch haben, perfekte Lippen, sondern er hat sich gedacht, würde eine Frau mit 50 oder 60 seine Lippenstifte auch tragen können und sagen, dass die angenehm sind. Und das war so seine Intention, dass er im Zweifel auch halt Make-up für ein bisschen reifere Haut macht, wo man ja wirklich ein bisschen mehr Lippenfältchen vielleicht hat, wo man vielleicht mit trockeneren Lippen zu kämpfen hat. Und das ist etwas, womit ich auch Probleme habe, trockene Lippen. Und gerade deswegen finde ich diese Formulierung unfassbar angenehm zu tragen. Die sind cremiger und fühlen sich einfach so verdammt schön auf den Lippen an, dass ich sage, die sind besser als die Natasha Denona Eyelid Nude Lipsticks und die gefallen mir auch von der Formulierung her besser als die Charlotte Tilbury Kissing Formulierung, die ja auch beide sehr, sehr cremig sind, die ich auch gut tragen kann. Aber die Formulierung von ihm ist halt wirklich, man merkt einfach, was er sich dahinter gedacht hat. Und das funktioniert auf den Lippen auch. Zu den Lip Pencils im Vergleich zu anderen kann ich nicht ganz so viel sagen, weil ich mich da einfach noch nicht durch weite Massen an Marken getestet habe, sondern ich habe gefühlt 3 Lip Pencils und das war's. Ich fand die ein bisschen trocken, also hatte ein bisschen Probleme, die aufzutragen, weil man doch recht viel ziehen musste sozusagen an den Lippen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich die schlecht finde. Also letztendlich hat sie es gut auftragen lassen, dann, wenn man ein bisschen Mühe investiert hat. Und jetzt so mit der Dreierkombination, also Lippenstift, Lip Liner und Lipgloss, finde ich, fühlt es sich auch nicht trocken an. Bei den Glossen habe ich beim Auftrag auch nicht dieses Prickeln in den Lippen gehabt. Also die scheinen für mich auch zu funktionieren. Obwohl man diesen Mintgeruch auch hat, scheinen die nicht so stark zu sein, dass es einfach für meine Lippen nicht funktioniert. Und jetzt in der Kombination, die ich jetzt trage, habe ich ja noch den Lippenstift als Schutzschild zwischen dem Pfefferminzgloss und meinen Lippen.
Aber bisher merke ich einfach noch nichts. Also das scheint auch gut zu funktionieren. Was ihr vielleicht im Video auch gesehen habt bei den Swatches, man musste ein bisschen schichten. Also sowohl die Glosse musste ich mehrmals auftragen, als auch mit dem Lippenstift musste ich ein paar Mal öfter drüber gehen. Das heißt, gerade die Lippenstifte kann man auch sehr, sehr leicht auftragen. Aber ich bin einfach jemand, ich mag, wenn dann schon, das volle Pigment. Also da muss man dann schon zwei, dreimal rübergehen. Das ist jetzt nicht in einem Swipe komplett total deckend, sondern dann wirklich ein paar Mal rübergehen. Und dann hat man auch die Deckkraft, die man möchte. Ein kleiner Hinweis, den ich euch noch geben wollte, was mich ziemlich überrascht hat. Die Lipglosse sind nicht aus Glas. Also zumindest finde ich, fühlt es sich nicht nach Glas an, sondern einfach nur ganz normal nach Plastik. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Gut, die kosten $22 und keine $50. Aber irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass es Glas wäre. Dann werde ich, wie gesagt, nachher nochmal kurz reinschalten und euch noch ein kleines Update geben, wie die Lippenkombination sich dann im Laufe der Zeit gemacht hat. Und dann gibt es vielleicht auch nochmal ein, zwei Worte zum Fazit. So, inzwischen sind jetzt 3,5 Stunden in etwa vergangen. Ich habe jetzt kein Mittag gegessen in der Zwischenzeit, aber ich habe trotzdem ein bisschen was gegessen. Kaffee und Kuchen. Und würde sagen, dafür sitzt das eigentlich noch alles ziemlich gut. Also natürlich, man sieht hier so innen, ist das weg, das ist weggegangen. Aber so außen, die äußeren ja, Ränder der Lippe, finde ich eigentlich noch völlig in Ordnung. Und gerade so, wenn man jetzt ein bisschen weiter weg sitzt, sieht man das ja jetzt nicht so unbedingt, ne? Also es ist jetzt halt kein Liquid Lipstick, wo man das sehr, sehr schnell sieht, finde ich, wenn das innen irgendwie sich abfisselt oder sowas. Das sieht man hier jetzt einfach, finde ich, nicht ganz so doll. Also das wäre jetzt einfach so, dass ich sagen würde, okay, gehe jetzt hier nochmal rein mit dem Lipgloss und trage mir einfach ein bisschen was davon auf. Und dann ist das wieder völlig in Ordnung. Und damit verwischt man wieder so ein bisschen diese Übergänge. Also ich bin eigentlich mit der Qualität oder mit der Tragezeit, auch wenn es jetzt kein ganzer Tag war, aber ich sag mal so 3 Stunden im Arbeitsalltag ist für mich völlig in Ordnung. Spätestens dann gehe ich sowieso irgendwie auf Toilette und dann kontrolliert man ja nochmal, ob alles gut aussieht und dann kann man es halt gleich nochmal nachziehen. Von daher ist das für mich für den Alltag völlig in Ordnung. Wie gesagt, ich möchte es auch nochmal betonen, das ist jetzt keine Kombination, die euch einen ganzen Abend über bei einem fettigen Familienessen an Weihnachten oder sowas halten wird. Das definitiv nicht. Damit müsst ihr halt einfach rechnen, dass das schneller weg ist von den Lippen als halt matte Lippenstifte oder Liquid Lipsticks. Aber wenn ihr einfach so wie ich seid, dass ihr trockene Lippen habt, dass euch andere Sachen mittlerweile einfach ein bisschen zu unbequem geworden sind sozusagen, wie eine Jeans, die nicht mehr passt. Ich mag das einfach, wenn es ein bisschen glossiger ist, ein bisschen cremiger ist. Und wenn es eben nicht so austrocknend ist und das hat diese Kombination und das haben die Lippenprodukte beziehungsweise zumindest die Lippenstifte und die Lipglosse von Wayne Goss definitiv. Von den Lipglossen ist definitiv auch der mein Favorit und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich hätte gedacht, dass der Tulip mir besser gefallen wird, aber der ist halt schon echt ziemlich, ziemlich schön. Also ich sag's nochmal, ich bin echt froh, dass der in meinen Warenkorb gehüpft ist. Abschließend zur Kollektion kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass vielleicht die Lip Pens jetzt nicht unbedingt im Vergleich zu anderen Marken so revolutionär sind. Da kenne ich mich einfach zu wenig aus, um euch jetzt wirklich sagen zu können, wow, das ist der Lip Liner schlechthin. Ich benutze selten welche und ich fand die jetzt nicht ganz so cremig, so dass sie über die Lippe gleiten, sondern man musste halt wirklich ein bisschen ziehen an den Lippen, sage ich jetzt mal. Ist jetzt nicht super unangenehm gewesen, aber die sind einfach ein bisschen trocken. Das heißt, Lip Liner muss vielleicht von Wayne Goss jetzt nicht unbedingt der sein, außer ihr mögt ihn halt auch super doll und wollt ihn unbedingt unterstützen. Dann natürlich ja, aber prinzipiell, da gibt es mit Sicherheit von anderen Marken welche, die besser sind oder die vielleicht auch günstiger sind. Lippenstifte ist für mich ein absolutes Highlight. Ich liebe die Formulierung, die werden mich noch ganz, ganz lange begleiten. Da muss man halt gucken, welche Farbe man wirklich mag. Die sind sich schon recht ähnlich. Es gibt halt viele solche peachy Nude-Töne oder so ein bisschen rosy Nude-Töne. Er hat zum Beispiel auch einen ganz, ganz roten Lippenstift dabei. Vielleicht ist der ja was für euch. Das war jetzt nicht unbedingt meine Wahl. Ich finde die Nude-Töne, die ich mir geholt habe, auf jeden Fall schön. Ich hätte gedacht, dass der Dahlia vielleicht mein Liebling wird. Aber ich muss tatsächlich sagen, von denen, die ich habe, das ist hier gerade Dahlia, gefällt mir eigentlich Lotus am besten in Kombination, so wie ich ihn heute getragen habe. Oder Daisy. Daisy ist auch ein sehr, 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 sehr schöner Ton. Das ist der hellste Ton von denen, die ich geholt hatte. Der gefällt mir auch sehr gut. Also die Lippenstifte sind wirklich formulierungstechnisch richtig schön. Und was mich auch sehr überrascht hat, ist dieser Antique Rose Gloss. Den finde ich, wie gesagt, sehr, sehr schön. Auch mit diesen Glitzerpartikelchen drin. Wenn man ganz, ganz doll die Lippen aufeinander presst und so, dann finde ich, merkt man sie. Aber so im ganz normalen, wenn man nichts macht oder nur so ein bisschen,
kurz hin und her, dann finde ich, merkt man die nicht, dass da wirklich Glitzerpartikel drin sind. Also es fühlt sich nicht an wie Sand auf den Lippen, was man bei anderen Marken definitiv mehr spürt. Ich hatte auch bisher keine Probleme mit der Pfefferminzgeschichte hier in den Lippenstiften oder in diesen Lipglossen. Merke ich überhaupt nicht. Also da scheint alles in Ordnung für mich zu sein. Ich merke allerdings jetzt auch keinen wahnsinnigen Plumping-Effekt. Also ich finde jetzt nicht, dass meine Lippen dadurch irgendwie noch voller geworden sind. Ja, das scheint vielleicht einfach sehr schwach da drin zu sein. Von daher ist das für mich völlig in Ordnung und ich kann es tragen und da bin ich sehr froh drüber. Sonst hätte ich jetzt hier 5 Glosse, die ich wieder hätte verkaufen müssen oder so. Die gefallen mir extrem gut. Also die Glosse werde ich sicherlich auch mit anderen Lippenprodukten immer mal wieder kombinieren oder vielleicht auch mal solo tragen. Ich bin ja so ein Gloss-Fan geworden, aber die Lippenprodukte sind für mich eigentlich ziemlich gut. Es ist jetzt natürlich die Frage, brauchen wir den 20. Nude-Ton, der aussieht wie die anderen, die wir schon in unserer Sammlung haben. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Es ist so kurz vor Ende noch die Kamera ausgegangen. Prima. Also, ich wollte noch sagen, dass ich auch mit ein paar Mädels auf Instagram geschrieben habe und natürlich gesagt wurde, dass die Nude-Kollektion jetzt nicht unbedingt so notwendig ist, weil man es halt einfach schon so oft hat. Aber ich bin da auch ehrlich, ich mag Wayne Goss einfach ziemlich doll. Der hat bei mir genauso einen Stein im Brett wie Natasha Denona, einfach weil ich sie sympathisch finde oder ihn auch sehr sympathisch finde. Wenn das vielleicht eine ganz andere Marke gewesen wäre, hätte ich eventuell nur 1-2 Produkte überhaupt geholt. So habe ich jetzt doch ein bisschen mehr zugeschlagen, einfach weil ich die Sachen natürlich auch testen wollte, aber halt auch, weil ich ihn sympathisch finde. Einfach, das spielt ja immer noch ein bisschen mit rein. Wenn einem eine Marke sympathisch ist, dann kauft man davon eher mal was, als wenn die gleiche, ich sag mal, Lidschattenpalette 1:1 unter einem anderen Namen von einer anderen Marke rausgebracht wird. Das ist bei mir einfach so, das spielt da halt immer mit rein. Und insofern habe ich einfach ein bisschen mehr zugeschlagen bei ihm und bin ja Gott sei Dank auch nicht enttäuscht worden. Von daher ist es auch alles in Ordnung. Ja, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von der Kollektion haltet, was ihr dazu sagt. Mögt ihr Wayne Goss? Mögt ihr die Lippenprodukte, die er rausgebracht hat? Beziehungsweise, also falls ihr sie noch nicht getestet habt, sprechen sie euch überhaupt an? Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten Video auch wieder mit am Start. Bis dahin, macht's gut!